Sie werden sich ganz sicher fragen, warum Sie diese Veranstaltung juristische Recherche neben all den anderen Dingen, die Sie in Ihrem Studium machen müssen, auch noch machen müssen. Und das ist eine durchaus legitime Frage und sie ist mir Anlass, um Ihnen eine ganz schlechte Nachricht zu überbringen. Und diese Nachricht lautet, es sind eigentlich sogar zwei Nachrichten, diese Nachricht erstens lautet, leider ist Jus keine exakte Wissenschaft. Es ist also anders, als wenn Sie irgendwas Vernünftiges studieren, in diesem Studium nicht so, dass Sie am Ende sagen können, es ist falsch, dass X der Fall ist oder es ist wahr, dass Y gesollt ist, also sozusagen das Recht ist. Jus ist ganz stark eine Wissenschaft, wobei man auch schon darüber streiten kann, ob es überhaupt eine Wissenschaft ist, aber diese Diskussion erspare ich Ihnen jetzt mal. Ich sage mal, ungeschützt, das wäre eine. Also Jus ist ganz stark eine Wissenschaft, bei der man argumentieren muss, bei der es also darauf ankommt, den anderen zu überzeugen, bei der man am Ende die besseren Argumente für sich haben muss. Und das Zweite, was ich Ihnen an schlechten Nachrichten überbringen muss, ist, weil es eben so eine argumentationsabhängige Wissenschaft ist, ist es auch eine Wissenschaft, bei der es niemals eine finale Wahrheit gibt. Es ist also eben nicht so, dass man am Ende sagen kann, auch nach der Argumentation, so ist es oder so wird es immer sein, sondern es ist ein Gebiet, in dem ununterbrochen alles in Bewegung ist und wo man am Ende eben steht und sagt, vielleicht sprechen die besseren Argumente für die eine und gegen die andere Lösung, aber vielleicht ist das morgen auch schon anders, weil sich entweder das Gesetz ändert oder weil irgendein Höchstgericht eine andere Entscheidung lautet. Sie sind also in diesem Studium richtig, wenn Sie auf der einen Seite Spaß haben am Argumentieren und wenn Sie auf der anderen Seite mit Ungewissheit leben können, wenn Sie also das Gefühl haben, dass Sie das nicht psychisch belastet, dass man am Ende nie genau weiß, wie es ist. Es ist ja geradezu ein Klischee, dass die Juristen eigentlich auf jede beliebige juristische Frage immer antworten mit es kommt drauf an oder es gibt noch keine OGH-Entscheidung oder mit beiden Antworten. Den Rest erledigt man dann mit ich rufe zurück. Und das ist natürlich auf der einen Seite ein Klischee und auf der anderen Seite ist es aber auch richtig. Und weil das eben so ist, weil es also keine exakte Wissenschaft ist und weil es immer nur vorläufige Entscheidungen sind, braucht man Potenzial, braucht man Dinge, braucht man Argumente, mit denen man hoffentlich am Ende eben überzeugen kann. Und diese Argumente muss man meistens suchen, denn die sind einfach nicht sozusagen in meinem Kopf drin und warten darauf, dass ich sie pflücke wie Äpfel, sondern es sind Dinge, bei denen man lesen muss, bei denen man auswerten muss und bei denen man wissen muss, wie man die Dinge, die man liest und die man auswertet, bewertet. Deswegen ist juristische Recherche etwas, was eben im Leben von Juristinnen und Juristen immer schon eine Rolle gespielt hat und sehr wichtig war. Es gibt jetzt den einen oder anderen Trend, der da jetzt noch hinzukommt, nämlich nur um ganz kurz einen zu nennen. Wenn man vor 100 Jahren Jus studiert hat, dann hat man vielleicht, keine Ahnung, 100 Novellen irgendeines Gesetzes während seines Studiums erlebt. Und das war also insgesamt ein einigermaßen stabiles Gebiet. Und die Textmenge, die man verarbeiten musste und die Informationsmenge, die man verarbeiten musste, war einigermaßen stabil und einigermaßen gering. In den letzten Jahren hat sich das massiv verändert. Also es gibt immer mehr an Text, an normativen Text, den man verarbeiten muss. Aber es gibt auch auf der Sachverhaltsebene, also wenn es darum geht, was ist überhaupt passiert und wie bewerte ich das, immer mehr an Informationen, die irgendwie bewältigt werden muss. Und es ist deswegen immer mehr noch, als man das vielleicht vor 20 Jahren gedacht hätte, eine ganz wichtige Anforderung, dass man Informationen verarbeitet und Informationen unterschiedlicher Art verarbeitet und dazu auch Technologien einsetzt. Deswegen hat juristische Recherche immer auch und juristisches Arbeiten daher immer auch mit Technologien und mit dem sinnvollen Einsatz von Technologie zu tun. Würden Sie in Deutschland Jura, wie man das dort nennt, nicht Jus, es ist auch interessant übrigens, dass man in Deutschland einen Plural vom Recht immer noch bildet, die Rechte studieren, in Österreich hingegen ist das Recht einfach im Singular. Würden Sie also in Deutschland Jura studieren, in Österreich würde man sagen, würden Sie in Deutschland Jus studieren, dann würden Sie vom ersten Tag an Ihres Studiums noch viel strenger als das in Österreich üblich ist, eine bestimmte Art des Aufbauens von juristischen Argumenten lernen. Das nennen deutsche Juraprofessorinnen und Professoren sehr gerne den sogenannten Gutachtenstil. Ja, das ist ein groß klingendes Wort, dahinter steht aber im Grunde genommen etwas ganz Triviales, nämlich eine bestimmte Art und Weise, wie ein juristischer Fall, also irgendetwas, was geschehen ist, gelöst wird, also mit einer Rechtsfolge versehen wird. Deutsche Jusstudien sind noch stärker als das österreichische Jusstudium darauf fokussiert, so gut wie ausschließlich diese Fähigkeit zu lehren. Also man erzählt ihnen irgendeine Geschichte, Herr Müller ging in einen Laden und kaufte von Frau Meier 100 Kilo Äpfel
Und dann will man von Ihnen irgendeine rechtliche Antwort auf irgendeine Frage. Zum Beispiel, muss Herr Müller die Äpfel auch bezahlen? Und um diese Antwort zu finden, lehrt man eben in Deutschland noch stärker als in Österreich dieses sogenannte Gutachten, den Gutachtenstil. Und das geht dann so, dass man zunächst mal das Problem schildert, also fraglich ist, ob Herr Müller den Kaufpreis bezahlen muss. Dann einen Obersatz bildet aus dem, was sozusagen die rechtlichen Anforderungen sind, die hier in Diskussion stehen. Also ein Kaufpreis ist zu bezahlen, wenn ein Kaufvertrag abgeschlossen wurde. Die Voraussetzungen für den Abschluss eines Kaufvertrags sind die und die und die und die und die. Und dann in einem dritten Schritt das, was tatsächlich geschehen ist. Also Herr Müller war in dem Laden und hat gesagt, ich will die Äpfel und hat sich bereit erklärt, einen Kaufpreis zu bezahlen, unter diesen Obersatz zu subsumieren. Das sage ich jetzt das erste Mal, dieses fremde Wort. Also drunter zu legen sozusagen. Das nennt man das Gutachten. Und es ist deswegen ein Gutachten, weil eben immer am Anfang eine Frage gestellt wird und diese Frage wird am Ende oder im Zwischenergebnis und am Ende im Endergebnis jeweils beantwortet. Es gibt einen zweiten Begriff dazu, das wäre der Urteilsstil. Da steht die Lösung sozusagen am Anfang. Herr Müller muss den Kaufpreis bezahlen und danach die Begründung. Aber auch da ist im Grunde genommen der Schritt der gleiche. Das Interessante nun an dieser Figur, die da in einem Gutachten auftritt, ist aus meiner Sicht erstens, dass diese Figur sehr alt ist. Die kann man zurückführen in die Aussagenlogik letztlich seit Sokrates. Deswegen nervt man Jurastudierende auch immer mit diesem Beispiel für diesen Syllogismus. Alle Menschen sind sterblich, das ist sozusagen der Obersatz, ja, also die rechtlichen Anforderungen. Sokrates ist ein Mensch, das ist der Sachverhalt, der Untersatz, das, was tatsächlich geschehen ist. Und dann folgt daraus die rechtliche Schlussfolgerung, also ist Sokrates sterblich. Alle Käufer sind verpflichtet, den Kaufpreis zu bezahlen. Herr Müller ist ein Käufer, also muss Herr Müller den Kaufpreis bezahlen. Das ist eine sehr simple Figur. Das ist das Erste, was daran sozusagen interessant ist und sie ist sehr alt. Man nennt das Syllogismus, wie gesagt. Das ist eine Figur, die man in der antiken Philosophie schon wiederfindet und sie ist auch nicht besonders schwierig zu erlernen. Das Zweite, was daran interessant ist, ist, weil diese Figur so simpel ist, ergeben sich natürlich diverse wissenschaftstheoretische Fragen, nicht? Also wie zum Beispiel, wie bilde ich den Obersatz, kann ich das mit Sprache überhaupt abbilden und so weiter und so weiter. Viele komplizierte Fragen, über die man viele theoretische Bücher schreiben kann und auch schreiben soll, denn das sind interessante Fragen, aber Fragen, die sozusagen im Alltag des Juristen oder der Juristin nach wie vor eigentlich erstaunlich geringe Rollen spielen. Nicht? Auf der einen Seite steht immer noch eben die Hypothese, dass das hier sozusagen die Figur wäre, mit der man arbeiten muss. Und diese Figur, die eben aus der Antike stammt, ist dann in weiterer Folge in den Rechtswissenschaften, insbesondere in den deutschsprachigen Rechtswissenschaften, immer noch sehr präsent. Und sie ist eine Figur, die Ihnen sehr oft in Ihrem Leben begegnen wird. Die interessante erste methodische Frage, abgesehen von den theoretischen Problemen, über die ich nicht reden werde, leider hier jetzt gerade, die erste interessante methodische Frage, die mit dieser Veranstaltung dann also zu tun hat, ist, wie finde ich den Obersatz? Also wie finde ich das sozusagen, was das Gesetz anordnet und wie interpretiere ich das? Im Gesetz steht ja nicht drin, dass Herr Müller den Kaufpreis bezahlen muss. Im Gesetz steht irgendetwas über Kauf und Abschluss von Kauf und Verpflichtungen beim Abschluss von Kaufverträgen und Ähnliches drin. Und das Ganze steht mitunter auch noch drin in einer Sprache, die schon sehr alt ist oder in einem Abstraktionsgrad, der sehr hoch ist und so weiter. Und deswegen ist die erste praktisch so wichtige Aufgabe und Frage die, wie interpretiere ich, wie finde ich Argumente für die Bildung dieses Obersatzes. Und auch da habe ich jetzt eine Nachricht, die eigentlich erstaunlich ist, nämlich dass die Methoden, die man zur Entwicklung dieses Obersatzes verwendet, traditionellerweise, auch sehr alt sind. Die kommen jetzt zwar nicht mehr aus der Antike, manche davon findet man allerdings auch in römischen Texten, sondern sie kommen letztlich aus der Rezeption des römischen Rechts, also irgendwann so aus der frühen bis mittleren Neuzeit, 18. bis 19. Jahrhundert ist da eine gute Kennzahl und ein Name, den man dabei nennen muss, über den ich gleich noch weiter reden werde, ist Friedrich Karl von Savigny, der gemeinhin als Vater dieser Methoden gilt. Und seit Friedrich Karl von Savigny verwenden wir da im Grunde genommen sehr, sehr simple Methoden, die eben wissenschaftstheoretisch ungefähr 100 Jahre hinter dem sind, was man in anderen Geisteswissenschaften so tut. Das ist auch eine Eigenheit des Jusstudiums. Das sind im Grunde genommen seit Friedrich von Karl von Savigny vier Methoden. Deswegen nennt man die auch die Savignische Quart.
Das ist auf der ersten Seite mal zunächst mal ganz trivial der Wortlaut. Ja, wie lautet der Text? Ja, was schreibt das Gesetz? Das ist etwas, was natürlich viele, viele Fragen aufwirft, über die man reden kann. Zum Beispiel die, wie finde ich denn diesen Wortlaut? Ja, kann ich in einem Wörterbuch nachschauen? Kann ich vielleicht in Wikipedia nachsehen? Kann ich einfach als Muttersprachler sagen, ich weiß schon, was das Wort bedeutet und so weiter? Aber ich werde auf jeden Fall irgendwo dabei, wenn ich das vernünftig aufbereiten will, zusätzliche Informationen brauchen und nicht einfach mich hinstellen und sagen, ich weiß, was das bedeutet. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich typischerweise heranziehe, ist die Systematik. Also in welchem Kontext steht der jeweilige Tatbestand, steht das jeweilige Gesetz, das ich interpretiere? Gibt es da irgendwelche anderen Tatbestände, die dazu passen? Wo befindet sich das im Gesetz? Auch eine im Grunde genommen sehr simple Methode, bei der ich aber einen Überblick darüber mir verschafft haben muss, was es denn sonst noch so gibt. Und das ist, wie wir seit Donald Rumsfeld wissen, gar nicht so einfach, nicht? Denn es gibt Dinge, von denen man weiß, dass man sie weiß, und es gibt Dinge, von denen man weiß, dass man sie nicht weiß. Aber das Interessante sind die Dinge, von denen man nicht weiß, dass man sie nicht weiß. Und bei systematischen Argumenten kann das relativ schnell passieren, dass man irgendwo irgendwas übersehen hat, ja, irgendeinen anderen Tatbestand, irgendein exotisches Gesetz, das irgendwo irgendwann auch nochmal beschlossen wurde. Deswegen verlangt auch das relativ viel an Recherchearbeit. Das Dritte, auch eine ziemlich komplizierte und theoretisch sehr anspruchsvolle Frage, ist, dass man versucht, den Willen des Gesetzgebers zu rekonstruieren. Und der Wille des Gesetzgebers ist deswegen so schwierig, weil es den nicht gibt. Der Gesetzgeber ist nämlich ungefähr seit mindestens 200 Jahren, je nachdem, wie Sie das zeitlich verorten wollen, sagen wir jetzt mal 200 Jahre, der Gesetzgeber ist seit mindestens 200 Jahren nicht mehr eine natürliche Person, die man fragen kann, wie wolltest du es denn? Nicht, was wolltest du denn da genau? Sondern der Gesetzgeber ist ein Zusammenspiel ganz unterschiedlicher Organe und ganz vieler natürlicher Personen, die da zusammenkommen. Und die haben natürlich keinen gemeinsamen Willen. Die denken über viele Dinge gar nicht nach. Sie sind unterschiedlicher Ansicht. Sie sind in der Regierung oder in der Opposition. Sie arbeiten in einem Ministerium und bereiten was vor und so weiter und so weiter. Deswegen ist dieser Wille des Gesetzgebers eine große Fiktion. Es ist aber gleichzeitig ein sehr gutes Argument, wenn ich jemanden überzeugen will, sagen zu können, dieser Fall, den ich jetzt gerade lösen will, ist genau der Fall, an den der Gesetzgeber gedacht hat. Sieh doch nach, denn hier steht es. Ja, deswegen ist auch diese Figur so attraktiv. Und deswegen versucht man auch immer zu rekonstruieren, was denn jetzt eigentlich, Anführungszeichen, der Gesetzgeber gewollt hat. Und das tut man typischerweise, indem man die sogenannten Materialien studiert. Das sind also die begleitenden Texte, die begleitenden Stellungnahmen, die dazu geführt haben, dass ein Gesetz erlassen wird. Da gehört zum Beispiel dazu der Entwurf eines Ministers, da gehört dazu der Entwurf der Regierung, da gehören dazu die Erläuterungen zu diesen Entwürfen, da gehören dazu die stenografischen Protokolle, wie das also dann im Parlament diskutiert wurde. Das sind alles Dinge, die ich verwenden kann, wenn ich den Willen des Gesetzgebers rekonstruieren will. Und das Vierte, das ist überhaupt das, sozusagen die Universalwaffe, mit der man alle anderen relativieren oder man könnte auch sagen schlagen kann, das ist die Teleologie, das ist der Zweck. Ja, das sind also Argumente, mit denen ich begründe oder zu begründen versuche, was eigentlich der geheime Gedanke ist, der hinter einem Gesetz steht, was also der Gesetzgeber oder das Gesetz damit tatsächlich bezweckt hat. Telos, griechisch Zweck. Sehr interessant, weil man natürlich mit dem Zweckargument sehr viel bewegen kann, gleichzeitig sehr gefährlich, weil der Zweck eben nicht ohne weiteres sich direkt aus den anderen Methoden ergibt und daher sehr dazu geeignet ist, alles Mögliche an Zwecken in das Gesetz hineinzulesen. Es gibt dann noch drei weitere, wenn Sie wollen, modernere Methoden, die ich Ihnen in der nächsten Einheit noch kurz nahelege. Zusätzlich zu diesen vier Methoden, die irgendwie aus dem 19. Jahrhundert stammen, also schon ganz alt sind, sind in letzter Zeit noch ein paar weitere hinzugekommen und die haben ganz viel zu tun, vor allem zunächst mal mit Europa. Wir leben in Österreich in einer Rechtsordnung, die für sich in Anspruch nehmen muss und für sich in Anspruch nehmen will, dass das, was hier gilt, auch mit dem Europarecht vereinbar ist. Wenn also Herr Müller einen Apfel kauft, oder Frau Meier heiratet, dann ist das, was da geschieht, nicht nur nationalstaatlich interessant, also nicht nur sozusagen im Bundesgesetzblatt aufzufinden, sondern es steht in einem europäischen Kontext.
Und dieser europäische Kontext kommt immer noch und immer mehr hinzu, weil das nationale Recht immer stärker auch europarechtlich überformt ist. Und da entstehen jetzt ein paar ganz interessante Sonderfragen. Zum Beispiel ist das Europarecht multisprachlich. Nicht? Während wir in Österreich gewohnt sind, dass eigentlich mehr oder weniger alle mehr oder weniger Deutsch reden und daher mehr oder weniger die Gesetze auch auf Deutsch verstehen, ist es in einer multisprachlichen Umgebung wie der Europäischen Union durchaus nicht so, dass ohne weiteres vorauszusetzen ist, dass alle Sprachen sprechen. Und gleichzeitig gelten aber diese Rechtsakte in allen Sprachen. Wenn also jetzt eine sprachliche Divergenz auftritt zwischen Portugiesisch auf der einen Seite und Finnisch auf der anderen Seite oder zwischen Deutsch auf der einen Seite und Französisch auf der anderen Seite, um hier was Realistischeres vielleicht in Ihrem Alltag heranzuziehen, dann kann es durchaus sinnvoll sein, diese unterschiedlichen Sprachfassungen auch zu kennen, möglichst zu verstehen und daraus Argumente zu entwickeln. Es geht aber nicht nur um die Sprache, sondern es geht auch um die dahinterliegenden Konzeptionen, die sich in Verordnungen und in Richtlinien, um hier die wichtigsten europarechtlichen Dokumente, mit denen Sie zu tun haben werden, zu nennen. Also um die Interpretationen und um die Zwecke, die in diesen Verordnungen und Richtlinien enthalten sind und diese zu identifizieren, wenn man mit nationalem Recht zu tun hat. Und deswegen kommt hier zu diesen Auslegungsmethoden regelmäßig eben noch hinzu, dass man sich mit europarechtlichen Fragen, mit der Richtlinienkonformität oder mit der Europarechtskonformität einer bestimmten Interpretation des nationalen Rechts befassen muss. Das gilt in ähnlicher Form auch für das zunehmend wichtiger gewordene Verfassungsrecht. Nicht auch das einfache Gesetzesrecht steht bekanntlich immer unter dem Anspruch, auch mit der Verfassung vereinbar zu sein. Und deswegen ist wahrscheinlich mehr als bei Friedrich Karl von Savigny auch in der sozusagen alltäglichen Arbeit von uns allen immer wieder Bezug zu nehmen, auch auf verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen, die eine Eigenschaft haben, nämlich die, dass, die jetzt hier interessiert, nämlich die Eigenschaft, dass Verfassungen typischerweise sehr abstrakt formuliert sind, sehr allgemein formuliert sind und sehr viel Raum für Interpretationen lassen. Wenn also zum Beispiel das deutsche Grundgesetz in Artikel 1 formuliert, dass die Würde des Menschen unantastbar wäre, dann ist das eine Formulierung, bei der man, glaube ich, auch wenn man nicht deutsches Verfassungsrecht gemacht hat, relativ schnell erkennen kann, dass das durchaus interpretationsherausfordernd und anspruchsvoll ist und viel Raum lässt. Wird zunehmend wichtiger, auch wenn man einfach sozusagen Allerweltsjurist oder Juristin ist und eigentlich nur Zivilrecht macht, wären verfassungsrechtliche Argumente viel wichtiger, als das bei Friedrich Karl von Savigny noch der Fall war. Schon in der Mangelung von Verfassungen im heutigen Sinn war das erheblich weniger relevant im 19. Jahrhundert. Und letztlich, dritter hinzukommender wichtiger Faktor ist, man beginnt heute juristische Argumente und juristische Diskussionen, letztlich auch die dahinterliegenden politischen Wertungen, vielleicht früher, viel öfter als früher, so zu führen, dass man sich auch überlegt, wozu führt denn das? Was sind denn eigentlich die Folgen? Was ist also sozusagen der Outcome des Gesetzes? Stichwort Gesetzesfolgenabschätzung wäre vielleicht etwas, was man hier nennen könnte. Auch das ist etwas, was in dieser alten savignischen Quarz so nicht vorkommt, aber wahrscheinlich Ihre und meine juristische Arbeit trotzdem relativ stark prägt, weil eben dieses Argument relevanter und vielleicht auch aus guten Gründen relevanter geworden ist, weil die Welt komplexer geworden ist und deswegen Folgen nicht mehr so ohne weiteres antizipierbar sind und es deswegen ganz gut ist, sich mit denen zu befassen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das sind Dinge, die bei Friedrich Karl von Savigny so nicht stehen. Das ist sozusagen jetzt die savignische Quad Plus. Lassen Sie mich kurz noch Friedrich Karl von Savigny und diese Methoden in einen interessanten, kleinen historischen Kontext stellen, der sozusagen eine Ironie der Geschichte ist. Friedrich Karl von Savigny gilt nämlich nicht nur als der Vater dieser Methoden, also als der, auf den wir uns immer beziehen, wenn wir mit diesen Methoden arbeiten, sondern er ist gleichzeitig auch eine ganz zentrale Figur, die in dem Kodifikationsstreit in Deutschland im 19. Jahrhundert eine Rolle gespielt hat. Was bedeutet das? Sie werden das in der Rechtsgeschichte ganz sicher lernen. Man hat in Deutschland 100 Jahre länger gebraucht als in anderen Rechtsordnungen, um eine zivilrechtliche Kodifikation zu schaffen. Während das ABGB 1812 in Kraft getreten ist, ist das deutsche Grundgesetz aus dem Jahr 1900. Die Zeit dazwischen hat man durchaus intensiv darüber diskutiert, ob es eine solche Kodifikation geben soll.
Und das ironische Element ist jetzt, dass Friedrich Karl von Savigny, der also als Stammvater der Interpretation von Gesetzen gilt, gleichzeitig einer der wichtigsten Proponenten in dieser Diskussion war, der gegen eine Kodifikation argumentiert hat. Friedrich Karl von Savigny ist ein großer Gegner der Kodifikation gewesen und hat in der Gesetzesauslegung daher nicht ein Gesetz vor sich gesehen, so wie wir das heute sehen, dass also irgendwie im Nationalrat und im Bundesrat irgendwas beschlossen wird, sondern das, womit er regelmäßig gearbeitet hat, waren antike, aus den Digesten stammende, fremdsprachige Texte, also etwas, was weder mit seiner Zeit noch mit seiner Sprache noch mit seiner Kultur allzu viel zu tun hatte und trotzdem das Material war, mit dem er dann einen im Gesetz innewohnenden Gedanken zu rekonstruieren versucht hat. Man nennt Savigny deswegen auch als einen der Vertreter der sogenannten historischen Rechtsschule, weil es eben darum geht, insoweit historisch zu arbeiten. Wenn Sie ein wenig was zu seiner Biografie wissen wollen, dann sei hier nur vermerkt, also wir bewegen uns im späten 18. und im frühen bis mittleren 19. Jahrhundert und wir haben mit Friedrich Karl von Savigny eine Figur vor uns, die nicht nur akademisch, sondern auch politisch und im öffentlichen Leben ganz außerordentlich erfolgreich war. Wenn Sie diese Ironie oder diese Diskrepanz ein wenig nachvollziehen wollen durch eine eigene Lektüre, dann empfehle ich Ihnen ein Werk von Friedrich Karl von Savigny, das heißt System des heutigen römischen Rechts. Da ist eigentlich das ganze Programm schon drin, System, also Systematisierung, irgendwo Realisierung und Rationalisierung. Heute, also heißt jetzt und nicht in der Antike, aber gleichzeitig eben mit dem römischen Recht. Sie können das lesen, es ist online uneingeschränkt verfügbar. Sie müssen allerdings ein wenig Frakturschrift lesen, üben, wenn Sie das tatsächlich lesen wollen. Viel Spaß dabei.